Laura, what's going on here, man? Und Biggie zeigt Harald, wie man Frauen anspricht. Herzlich willkommen zu Ayo, Raga. Einmal Herzen in den Chat, Freunde. Laura hat's geschafft. Laura ist da geworden jetzt. Herr Uf, ich will mal zweiter angucken, ja? Hier fragt einer, wie kam sie dazu? Woher kommt Laura ursprünglich? Die haben dort erstmal komplett alle Einheimischen abgeschlachtet, bevor es eine Sklaveninsel wurde. Wann kommt Song zusammen? Ob du wirklich richtig stehst. Siehst du, wenn das Licht angeht. 10 bis 20. Ja. Nein, for real. Ja, okay. Bin unterwegs mit den Brüdern, wir wollen doch nur ein bisschen von der Sonne. Ja, was heißt genug? Genug ist die Frage, Bruder, weißt du? Oh shit, man. Laura ist am Start. Hallo. Laura, what's going on here, man? Wie geht's, alles klar? Hä? Lang nicht mehr gesehen, ja? Lebst du noch, oder was? Wieder 3 Stunden zu spät, Langer. Mach's dir gemütlich, komm erst mal an. Alter, sind wir wieder lange. Lange nichts mehr zusammen gemacht, gell? Man hat uns lange nicht mehr zusammen gesehen hier vor der Kamera. Okay. Was geht ab? Das ist Twitch, ja? Das ist Twitch. Yes. Interesting. Das ist Twitch. Hier geht's ab. Wir sind jetzt schon 2 Stunden live. Du wolltest ja eigentlich schon vor 3 Stunden da sein. Sorry. Und sonst? Wie geht's? Alles gut? Ja. Alles fit oder was? Erzähl mal. Ja, alles gut. Ich weiß gar nicht, was ich erzählen soll. Ja, was geht ab? Man hat dich lange nicht mehr gesehen in Verbindung mit Leon Lovelock. Warum? Naja, busy und so, wie schon wieder ist. Nee, aber ich weiß nicht, warum. Ja, alles gut, müssen wir jetzt auch nicht. Müssen wir jetzt auch nicht ausführen hier an der Stelle. Wir waren auf jeden Fall die ganze Zeit connected. Ja. Mehr oder weniger. Wir haben immer mal, also so, keine Sorgen. Wir sind auf jeden Fall miteinander verbunden, waren immer mal wieder connected, aber war halt viel los bei dir und bei mir, ne? Ja. Kann man so sagen. Ja. Ich habe gesehen, was geht ab? Erzähl mal, Bülent, Mülent und so. Ja, ja, ich bin da ein bisschen, trenne ein bisschen rum. Ja? Yeah? Bülent. Mhm. Erzähl, was geht ab? Was hast du gemacht? Ja, der hat ja so seine Wissenschaftsshow, so eine Comedy-Wissenschaftsshow, bei der man so ein bisschen was lernen kann. Ach, das ist eine Wissenschaftsshow? Das ist eine Wissenschaftsshow. Nee. Ja. Erst geht es ums Thema Weltraum, dann... Nein. Geht halt so verschiedene Themen. Das sind ja genau die Themen, mit denen wir uns hier auch befassen aktuell. Geil. Ja. Was erzählt er dann da so? Erde ist flach, wir waren noch nie auf dem Mond gewesen, diese Sachen. Ja, der hat dann immer noch einen Gast und der dann Profi ist in dem Thema, um das es gerade geht. Und ja, dann unterhalten die sich. Und ich bin da, ich mache so das Opening. Und die Biggie, die war ein bisschen am Start. Ich bin so ein bisschen, ich assistiere. Dann hat er noch die Esra, das ist so eine Sprachassistentin, die redet wie Siri. Das ist geil. Aha. Mhm. Kann man sich dazu was reinziehen? Ja, klar. Wo? Wo ist die Frage? ARD-Mediathek. Gibt es da eine Zusammenfassung oder so irgendwas? Oder? Nee. Rein. Warte mal. Was denn? Spulen wir doch vor, oder wollen wir uns die ganze Shop-Folge so angucken? Nee. Nein, lass mal gucken, wo du bist, oder? Ja, über ich weiß aber gar Liebe. Nicht. Und halt Biggie zeigt Harald, wie man Frauen anspricht. Da ist einfach die Laura, Junge, ich küsse dein Herz. Warte. Herzlich willkommen zu Bubblehead. Herzlich willkommen zu Bubblehead. Und hier ist der Hedgehog, der liebste Monemann. Bülent Ceylan. I like that, man. Einmal Herzen in den Chat, Freunde. Laura hat's geschafft. Laura ist da geworden jetzt. Laura! Unsere Souls ist aus Heidelberg. Vielen Dank. Geil. Ich dachte, du kommst aus Säcke, ne? Warte mal, die Biggie kommt aus Säcke, ne? Sag doch mal auf. Hallo. Mensch ins Kinas. Haben wir verwechselt. Ständig. Ich sag das ehrlich. Jetzt hör auf, ich will mal zweiter angucken, ja? Das kann auch Laura bestätigen. Harald ist geil. Unsere Soul Sister. Stimmt's, Laura? Ajo. Ajo. Ajo, da ist sie doch. Ihre gute Freundin Biggie mal mit dem Harald und einer Leut gegangen, damit der endlich mal eine Frau kennenlernt. Servus, ich bin die Biggie, ich komme aus Mannheim und fertig. Ja, habt ihr nicht gedacht, ne? So wie die aussieht, habt ihr gedacht, das ist aus Friesen. Haben das viele Leute reingezogen? Kriegst du Feedback so? Ja, aber darüber dürfen wir noch nicht drüber reden. Also hat er mir ja extra gesagt, aber das wird dann wohl irgendwann, kommt es dann raus. Was denn? Also auf jeden Fall sind sie in der ARD-Mediathek besser, die Einschaltquoten wie im Fernsehen. Ach so, ihr dürft nicht drüber reden, wie viele Leute das gucken, meinst du? Nee, noch nicht.
Aber ich meine, kriegst du so Feedback auf Street oder erkennen dich Leute oder irgend so ein Scheiß? Also tatsächlich in Seckenheim und Ilvesheim und alles, was so um Seckenheim rum ist, ist schon so... Echt? Und über die Straße gerufen und so. Ja? Ja. Respekt, Alter. Wie war's? Erzähl mal so. Wie war der Flavor so? Einfach so mit Fernsehen, dies, das ist ja auch was Neues für dich gewesen, oder? Nee. Ja, also... Jetzt nicht das, dass ich so in einer Show mitwirken darf und so, das ist auf jeden Fall was Neues gewesen. Produktion und so, war das nicht nochmal krasser als die Sachen mit dem Film oder so? Ist das im Endeffekt, ist es so das Gleiche, so der Prozess vom Dinge quasi aufnehmen. Quasi so, wie wenn du mit Leon Lovelock eine Straßenumfrage drehst, ne? Nein. Ja, komm, Alter, laber doch nicht. Jetzt anspruchsvoller bei mir, gell? Fernsehproduktion ist ja schon ein bisschen, ja. Ihr fragt einer, wie kam sie dazu? Wie kamst du dazu? Die Biggie, das war die Biggie, das ist Selbstläufer, die Biggie, I don't know what's happening. TikTok. Aber nee, TikTok. Ich hab, die Biggie, die kam einfach irgendwie in meinen Kopf. Ich hab ja schon nicht meine Tasse im Schrank, ich bin nicht ganz normal in der Birne. Kann ich bestätigen. Ja. Und ich hau manchmal so einen komischen Mannheimer Dialekt raus, keine Ahnung, warum ich ihn überhaupt kann. Ich hab den in meiner Pubertät, glaube ich, einfach aufgeschnappt. Den hab ich nämlich in Mannheim verbracht. Ja. Also weit weg von Mannheim bist du ja auch nicht groß geworden. Also ich bin in Karlsruhe geboren, dann bin ich nach Mannheim und dort habe ich tatsächlich nur 3 Jahre gewohnt. Reicht. Diese Sprache, diese Mannheimer Scheiße prägt brutal. Ich habe auch nur, in Anführungszeichen, 4, 5, 6 Jahre in Mannheim gelebt. So. Das ist, da kommt schon immer raus. Aber ich muss sagen, meine Großeltern, die kommen ja auch aus Mannheim. Ja. Das heißt, wenn ich zu meinen Großeltern nach Hause gehe, da ist die kleine schwarze Laura. Das sieht aus, als wäre die jetzt auf einmal blond und hat einen Dirndladen. Aber no, different. Okay, krass. Ja, und dann einfach habe ich dann TikTok, so ein unnötiges Video, das auf einmal so voll den Zuspruch bekommen hat. Und somit ist die Biggie auf die Welt gekommen. Biggie, ich weiß auch nicht, warum ich ihn Biggie genannt habe. Weiß auch nicht, warum die aus Seckenheim kommt. I don't know. Ist einfach so raus. Einfach freaky. So. Geil, aber krass, was daraus entstehen kann. Weißt du, was ich meine? So, wenn du hast so eine dumme Idee, machst einfach irgendwas auf TikTok, auf einmal landest du im Fernsehen mit Bill & Shane und so. Ja. Ist auch nicht normal. Nee. Weißt du? Nee. Crazy auf jeden Fall. Das ist cool, das ist nice. Bill ist auch ein richtig krasser Typ. Ja, erzähl mal, wie ist der so persönlich? Cool drauf wahrscheinlich, ja, gell? Ja, so auf dem Boden geblieben, so humble. Und was ich so feier, der setzt sich so voll für die Gemeinschaft ein, weißt du, so für Bedürftige und so, das ist richtig, feier ich. Geil, geil. Feier ich, ja. Mit dem würde ich gerne nochmal einen Talk machen eigentlich. Ja. Das wäre geil auf jeden Fall. Aber man muss gucken halt, Mainstream für mich schwer. Woher kommt Laura ursprünglich? Mein Vater kommt aus der Karibik, aus Guadeloupe, Butterfly Island. Ich liebe diese Insel. Wo ist das genau? Französische Antillen. Also Martinique, Saint Lucia. Ah, Martinique kenne ich. Mhm. Aber wo liegt das so? Was ist so das Größte, was da noch in der Nähe ist? Also du hast Puerto Rico ist oben drüber, aber da ist halt sehr viel mehr dazwischen. Also ist nicht so weit noch von den Staaten, wa? Es ist auf dem nordamerikanischen Kontinent. Ja. 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 Aber doch schon. Also ist jetzt nicht... Aber ist geil. Klein, meine Insel. Man braucht 4 Stunden mit dem Auto rum. Warst du mal da? Ja. Ja? Mhm. Ich habe auch Familie dort. Krass. Ja, sehr geil. Ich will auch dahin. Hört sich auf jeden Fall süß an. Zuckerrohr direkt vorm Haus. Ein Coconut Tree in the back. I don't even know. Ist schon krass. Wasser und so? Geil, alles wie Wasser. Karibik und so. Meer? Ja. Weißer Strand, dies, das, Palmen, alles da? Ja, ganz klar. Ganz klar. Das ist richtig mittendrin so. Wenn du, musst mal auf der Karte gucken. Butterfly Island, hast du gesehen? Im Vergleich zu Deutschland hört sich alles nice an. Hat eine wo, Schmetterling, wo? Hier, ne? Das da? Mhm, das Guadalupe. Das da? Mhm. Oder alles hier? Das alles da, das ist Schmetterling, sieht aus wie ein Schmetterling. Findest du nicht? Ah ja, so, okay. Mhm. Mit bisschen Fantasie. Nice Butterfly. Aber ja. Ich meine, auf der Landkarte, dass du mal siehst, wo das ist. Ah, hier. Mhm. Dominica ist da auch. Krass. Mhm. Ah, okay. Okay, heftig. Das ist richtig klein. Richtig mini.
Miami und so. Jamaika musst du auch hier nehmen. Ja, okay, krass. Hier ist es. Ja. Puerto Rico. Oh. Also ich finde zum Beispiel so Kuba und Mexiko, das ist schon nochmal ein Unterschied. Ja. Mexiko und Guadalupe ist auch, also in Kuba und Guadalupe ist auch ein Unterschied, aber wenn du dann so von Guadalupe, Martinique, San Lucia, Barbados, das ist alles das Gleiche. Ja, ja, das ist auch voll nah beieinander, ja. Ne? Das sind so kleine Splitterinseln. Die Strände sind halt natürlich, okay, von der Kultur ist dann nochmal ein bisschen anders. Kommt ja, auch verschiedene an. Kolonien, ne? Aber ich meine, Guadalupe und Martinique ja auch. Ist französisch, San Lucia französisch, Barbados ist amerikanisch. Engländer wahrscheinlich da gewesen, wa? Es ist Amerika. Nee, ich meine Kolonien damals. Ja, da ist noch Ding. Aruba, das ist Niederlande. UK, was ist denn UK? Weiß ich gar nicht. Jamaika auch, oder? Kann das sein? Ich glaube schon. Deswegen auch die Sprache. Maybe. Ich weiß auch nicht ganz genau, aber europäische Werte wurden dort mies verteidigt. Karibik ist einfach Paradies im Vergleich zu Germany, europäische Werte wurden dort mies verteilt. Bro, europäische Werte haben da gar nichts verloren. Nee, aber auch die Afrikaner sind ja voll so Ding. Als die Queen gestorben ist, war das ja voll so. Ja, klar. Die haben sich was umgebracht. Echt, ja? Und ich hab mir gedacht, ey, habt ihr eigentlich... Habt ihr eigentlich den Schutt gehört? Ich weiß dir. Ja, aber das ist ja genauso, wie viele Amis gar nicht verstehen, dass die auch aus Afrika kommen und so. Weißt du noch in Tulum, wo ich diese eine gefragt habe, wo kommst du her? Ja, aus New Jersey. Nee, ich meine ehrlich, ja, aus New Jersey. Ja. So. Es gibt auch welche, die werden sauer, wenn man sagt, sie sind doch aber eigentlich Afrikaner. Ja. No, I'm American. Ja, weil die sich als was Besseres fühlen. Gar nicht, gell. Auch hier teilweise, die Mischlinge und so. Ich weiß noch damals, Downtown-Zeiten und so, man hat einen riesen Unterschied gemacht zwischen Afrikanern und Amerikanern, weißt du? Ja. Damals in den Club-Zeiten auch ja, und so. Weil ja. Die Amis halt, die waren mit Geld und die geballt haben und dies, das und alle dann so, dann haben die sich so gespaltet, weißt du, wie ich ja. Meine? So, was eigentlich voll traurig ist so. Voll. Voll. Die Bro, die gesamte Erdkugel wurde kolonisiert. Ja. Ist so. Ist so. Facts. Ist so. Die Wo Insel, leben noch Urvölker? Die Insel, von der ich komme, Guadalupe, die haben dort erstmal komplett alle Einheimischen abgeschlachtet, bevor es eine Sklaveninsel wurde. Und aber tatsächlich, ich habe richtige, also richtige Vorfahren von Guadalupe bei mir. So echte. Die gemischt dann wurden. Ja, ja, voll. Aber gib dir mal. Und so haben, das ist so normal gewesen. Vernichten einfach alles, was auf der Insel ist. Standard. Ist doch Amerika, basiert doch auch darauf. Muss mal überlegen, Amerika, wie stolz die darauf sind, dass die Amis sind und so. Und wie krass diese Kultur, wie krass dieses Land auch eigentlich die ganze Welt quasi in der Kontrolle hat. Auch ja, und so, weißt du? Alles. Und es basiert, es gibt keine Amerikaner. Weißt du, das sind alles Europäer, die da hingekommen sind. Und teilweise gemischt mit Sklaven und anderen Leuten, so. Und auch noch gemischt mit Urvölkern wie Aborigines und dies, das. Aber Native Americans. Native Americans. Indianer. So. Aber die wurden, ja, die haben ja gar nichts mehr da. Ja. Ja, das wird dann auch ganz schnell vergessen. American Dream. My ass. Wann kommt Song, Laura? Ne? Woran hängt es jetzt? Ah. Hast du gemacht, was man dir aufgetragen hat? Nein, noch nicht. Okay. Wir warten nur noch auf den Sommer eigentlich. Ja, wir brauchen einen Song von der Fan. Ja. Aber der Song ist eigentlich. Song ist da. Zwei Songs sind da. Und wir müssen noch ein Video drehen. Video müssen wir auch noch drehen. Ich habe auch noch einen Song. Ich habe mehrere Songs. Mit mir? Ne, mit dir zwei. Mit mir zwei. Mit mir drei eigentlich. Aber ja. Wir haben zwei. Ja, drei. Ja, aber zwei. Zwei, die man drehen kann. Safe. Wird doch passieren. Wenn die Sterne richtig stehen und alles so kommen soll, wie es kommt. Ob du wirklich richtig stehst. Siehst du, wenn das Licht angeht. So. Laura, wie geht's deinem Kleinen? Gut. Weiß nicht mehr, ob Boy oder Girl, auf jeden Fall nur Liebe für den Spatz. Roast the in, man, bester Mann. Ja. Kern-Community. Fühl dich? Ja, feier ich. Danke. Wie geht's ihm? Gut. Der ist 15 einfach geworden. Im Dezember. Ich habe einen Bruder im Gym, den ich immer so ein paar Tipps gebe beim Training. Wir haben viele junge Leute bei uns hier im Gym und der eine erinnert mich immer an deinen Sohn. Echt? Denke ich immer so, es könnte eigentlich auch Laura so sein. So. Ja. Eigentlich muss der jetzt langsam auch mal ins Gym. Ja, also heute habe ich so richtig gesehen, der wird markanter im Gesicht. So dieses ganze Baby
geht langsam weg. Wird Mann jetzt, wa? Ja, und er war eben auch so ein bisschen chubby. Jetzt nicht dick oder so, aber schon ein guter Esser wie seine Mutter. Ja, aber bei dir, du nimmst nicht zu lange. Ich nehme nicht zu, aber der hat ja noch dann seine andere DNA. Auf jeden Fall, aber man hat heute richtig gesehen, das wächst jetzt einfach und stabil. So, nicht mehr fett, sondern... It looks cute. Krass. Und mit seiner Freundin ist er jetzt schon ein Jahr zusammen. Wie lange sind die zusammen? Ein Jahr. Voll süß, ja. Ein Jahr und er ist immer nur next thing, ja. Was? Kommt was? Jetzt dann alles auf mich zu. Was meinst du? You already know. Nein, Mann. Mal den Teufel nicht an die Wand. Vielleicht heiratet er die, kriegt Kinder und bleibt für immer mit dir zusammen. Das habe ich gar nicht gesagt. Ach so, was meinst du so? Ja, dass das überhaupt dann losgeht? Ja. Ja, geht los, man muss. Man wird erwachsen, weißt du, wie ich meine? Aber ich kann mir das gar nicht richtig vorstellen, wie das ist so als Elternteil. Weiß doch auch noch nicht. Ich will auch. Egal was. Wie? Ja, egal, so, ich will es auch erleben. Ach so, ja, wirst du noch. Ich will es auch noch zweimal erleben. Zweimal noch? Oder dreimal irgendwie. Ich will 20. Kinder? Ja. Mhm. 10 bis 20. Ja. Nein, for real. Ja, okay. Ich will so einen ganzen Stamm. Mhm. Ein ganzes Dorf. Mhm. Mit Lovelock Genetics. Und 5 Frauen. Die machen. Nein, je nachdem, wie es läuft halt. Was denkst du, wie viele Kinder eine Frau bekommen kann, maximal? Ja, da war doch so eine Frau. Da war eine Frau, die hat, glaube ich, 25 Kinder oder so. Pakistani oder sowas war das. Bist du nur noch am Werfen, aber, ne? Nur halt. Werfen out, man. Da bist du halt, bist ja 9 Monate schwanger und dann kriegst du ein Kind, 25 Kinder. Das wäre ja dann, geht ja gar nicht, oder? Von der Zeitrechnung. Die hat, ich glaube, ihr erstes Kind irgendwie mit 14, 15. Sowas oder mit 13, ich weiß es nicht mehr. Und dann muss es ja wohl so gewesen Konstant sein. Vielleicht durch. Hat sie auch mal ein paar Zwillinge gekriegt oder so, I don't know. Das lässt sich ziemlich genau berechnen. Loco, hau rein, Alter, hau. Hol den Taschenrechner raus und gib ihm Bild. Ich hätte ja auch nur 20 Kinder gehabt. Ne, ich habe jetzt einfach mal über irgendwas so. Reingejagt, gesagt, ich will 20 Kinder und die sollen alle zum Kampfsport. Eine Armee auf jeden Fall. Wenn ich 20 Kinder will, dann will ich halt 20 Kinder mit dem Mindset, so, mit dem krassesten Mindset, mit dem größten Herz, damit die halt die Welt verändern. So. Das ist das Ziel. Das ist das Ziel. It's a lot of work. Bitte? A lot of work. Safe. Mm-hmm. Safe. You have to live by example. Das heißt, das ist so krass, das merkt man bei Kindern einfach so sehr. Es geht gar nicht darum, was du alles deinem Kind irgendwie versuchst beizubringen, sondern es guckt dir zu und ahmt dich nach. Mm-hmm. That's what it is. Mm-hmm. Das ist auch so wichtig, weißt du, das zu realisieren, auch, dass du das weißt auch so, weil Kinder wollen so sein wie ihre Eltern, wie die Erwachsenen, die sie umgeben. So. Das ist schon krass. Ja. Und wenn du dann guckst draußen, wie viele Leute halt, gerade Mindset-technisch, auch gerade hier in Worms. Worms und Dip. Ey, das ist eigentlich gar nicht lustig, aber wie oft ich schon gesehen habe, wie irgendwelche, sahen so wie mitten im Leben mäßige Eltern aus, die ihre Kinder dann da angeschrien haben und teilweise sogar... Mhm. Tut schon weh. Ja, es hat die Wut dann irgendwie auslassen. Aber es kommt immer noch drauf an, was für eine Situation das ist, ne? Oder? Was meinst du? Also ich meine... Mal eine Schelle kriegen oder so? Ja, was für eine Situation das halt irgendwie ist. Ich weiß es gar nicht, ich kann das dir gar nicht sagen. Ich glaube, ich bin so anti-Gewalt und so, ich kann mir das gar nicht vorstellen, weißt du? Obwohl man natürlich, ich habe auch immer die eine oder andere Schelle bekommen von echt? Meiner Mom. Boah, ey, mein Vater, aber so nicht. Schlagen. African man, dude. Ich hatte schon alles in meinem Gesicht, in meinem überall. 1,89 Euro, ich küsse dein... Besen. Boah, Digga. So Schlappen, Digga. Black parents, bro. Black Schlappen, das hat ihm gar nichts zu tun. Fühl ich. Hier sind die Leute, die alle geschlagen wurden. Ja, meine Mutter ist auch schon mal die ein oder andere Art und Weise ein bisschen auf mich losgegangen. So, ich weiß nicht, ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß nicht, ich glaube, wenn du ein krasses Mindset hast und spirituell auch krass drauf bist und so, man kann alles auch so irgendwie hinbekommen, weißt du, wenn du den Kindern von Anfang an das richtige Mindset mitgibst und auch selber schon in deiner Mitte bist, in deinem Bewusstsein und ein gutes Mindset hast, so, dann brauchst du keine Gewalt mehr, um dein Kind von irgendwas zu überzeugen oder ihm das Richtige mit auf den Weg zu geben, weißt du?
Das ist halt, ich glaube, es kommt auch voll aufs Upbringing an. Also jetzt mal ehrlich, so afrikanische Eltern, die kennen das nur so von Haus aus. Da ist, du kriegst auf die Fresse. Die haben das selber so erlebt, die geben das so weiter. Die geben das so weiter. Aber letztendlich glaube ich, dass... Komm mal ein bisschen näher, weil das Mic ist voll leise sonst. Dieses alles ohne Gewalt, das geht auf jeden Fall. Aber man braucht so viel Geduld. Deswegen sage ich immer, ich glaube, es ist richtig intelligent und am besten für alle, wenn man ein Kind erst ein bisschen später bekommt, weil man somit einfach mehr Lebenserfahrung, du bist gechillter, du weißt, du willst auch nicht mehr so viele Dinge machen, die du machen wolltest, als du jünger warst, weißt du, du hast nicht das mehr... Du bist so schnell genervt auch und so, ganz, ne? Genau, du hast einfach ein ganz anderes Mindset und das gibst du deinem Kind weiter und das ist schon es wert, vielleicht ein bisschen zu warten. So. So, deswegen, ich